Die Tycho Brahe gehört zu den größten vollelektrisch betriebenen Fährschiffen der Welt. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von The Cruise Wives, meiner Instagram-Seite über Kreuzfahrten, Fähren und Schiffe aller Art. Ich zeige euch heute einmal, wie die Tycho Brahe von innen aussieht. Gleich auch noch mehr zum Antrieb. Wir haben hier also verschiedene Sitzbereiche. Hier eine große Panorama-Lounge. Die Stühle kennt ihr schon von dem Video aus der Mercandia 4. Auch hier diese VIP-Lounge für Vielfahrer. Nur, es gibt eben noch ein bisschen mehr. Es gibt noch ein Bistro in der Mitte des Schiffes. Auch hier kann man noch sitzen. Und dann gibt es auch einen Boardshop. Der fällt hier auch deutlich größer aus als auf der Mercandia 4. Auch gibt es hier ein zweites Deck, ein oberes Deck mit einer weiteren Bar. Also auch hier gibt es eine Möglichkeit, eine Bar und ein Restaurant. Das ist aber nicht in Betrieb, das ist auch noch nicht renoviert. Ich weiß nicht, ob das noch in Zukunft in Betrieb gehen soll. Dann gibt es eine dritte Etage, Deck 3 sozusagen, und dort befindet sich dann noch ein großzügiges Außendeck. Ja, hier kann man auch einmal um die ganze Brücke herumlaufen, aber nicht einmal um das ganze Schiff herum, aber auch hier gibt es Sitzmöglichkeiten, teilweise eben auch mit Tischen. Hier seht ihr jetzt gerade im Hintergrund das Schiff Pernille einfahren, das ich euch auch schon vorgestellt habe. Hier kann man auch den Größenunterschied ganz gut erkennen. Ja, ein paar Informationen zur Tycho Brahe. Benannt ist sie nach dem dänischen Astronomen Tycho Brahe. Und ich hoffe, ich spreche den Namen hier richtig aus. Ich habe das jetzt mehrfach recherchiert, wie man ihn auf Dänisch richtig ausspricht, weil es wohl in jedem Land so ein bisschen anders ausgesprochen wird. Ja, und zum Antrieb. Wie funktioniert das? Das ganze Schiff, wie auch hier das entgegenkommende Schiff Aurora, hat Batterien oben auf dem Dach. Also sehr große Batterien befinden sich oben auf dem Dach. Und die werden jeweils, wenn das Schiff im Hafen ist, mit einem Kran Arm, der sich an das Schiff andockt, wieder aufgeladen, und dann reichen sie deutlich mehr als einmal bis rüber. Es ist nur 5 Kilometer Distanz, 20 Minuten Fahrzeit. Dafür reicht das kurze Aufladen vollkommen aus, also da ist auch noch ordentlich Reserve mit dabei. Die Schiffe kommen also mit dieser Batterieladung sicher auf die andere Seite, so jeweils zwischen Helsingborg und Helsingør. Zusätzlich dazu, als zusätzliche Absicherung, gibt es auch noch zwei Dieselmotoren, denn die Schiffe wurden als reguläre Dieselfähren gebaut mit Dieselmotoren, und man hat dann zwei der vier Motoren entfernt, dafür die Elektromotoren eingebaut, die großen Batterien aufs Dach gesetzt. Aber sollte jetzt tatsächlich mal der Batterieantrieb ausfallen, gibt es immer noch die Dieselmotoren, die dann einspringen können. Hier seht ihr das Schloss Kronborg, bekannt aus Shakespeares Hamlet. Und Kronborg kann man eben hervorragend von den Fähren aussehen. Ja, hier seht ihr nochmal die Mercandia 4, mit der ich im letzten Video gefahren bin. Und das ist jetzt hier schon bei der Ankunft in Helsingør in Dänemark. Und die Tycho Brahe wird hier am ganz normalen Terminal anlegen, während die Mercandia 4 eben in einem Spezialterminal nur für das Schiff Mercandia 4 gebaut oder angepasst anlegen kann, während hier die Tycho Brahe am ganz normalen Schiffsterminal anlegen kann. Hier, das habe ich erst kurz bevor ich das Schiff verlassen habe, entdeckt. Vor dem Restaurant befindet sich auch nochmal ein Außendeck, und das ist frei zugänglich. Dort befindet sich dann auch auf der anderen Seite nochmal ein Treppenhaus, und von dort aus bin ich dann gleich bis zum Ausgang. Hier nochmal ein Blick in das Bistro, und dann bin ich wieder von Bord gegangen und werde dann mit einem anderen Schiff zurückfahren. Das seht ihr in einem anderen Video. Wann dieses Video kommt, seht ihr hier. Hier seht ihr auch, von wem die Musik stammt. Und ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder.